Ja, jetzt hört man bei Josh als erstes ein 3 zu 1 von mir. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von mir heute mal. Und natürlich auch mit dem Josh. Ja, genau. Der Lars ist jetzt auch da. Ja, und wir spielen Minecraft Hexit mal wieder. Genau. Und da der Lars ein Fan von Durchaufnehmen ist, nehmen wir heute durch auf. Also nicht wundern, wenn einfach der Cut kommt ohne Verabschiedung. Oder ich sag trotzdem kurz einmal Ciao in Lars Aufnahme rein. Ja, wundervoll. Das wird wundervoll. Und ich habe direkt eine Idee, was ich machen wollte. Ich baue nämlich hier direkt mal kurz mein Lager nochmal was an. Ich bin jetzt erstmal bei dir. Hallo Josh. Ja, kannst du mich besuchen kommen. Wenn Hallo? Du da Waffen, Werkzeuge, kannst du dir bis auf die speziellen Sachen alles rausnehmen. Huch. Was stand da in mir? Also, okay. Also die Schleimschaufel würde ich halt schon gerne behalten, aber der Rest ist jetzt nicht ganz so wichtig. Also der Bogen vielleicht Schleimschaufel. Noch. Ja, den habe ich von einem Königsschleim bekommen. Ich weiß gar nicht, wie häufig der eigentlich spawnt. So, dann machen wir nochmal 6 davon. Davon nehmen wir 2 mit. Und dann gibt's jetzt gleich was ganz Lustiges. Ja, davon habe ich auch noch welche. Jetzt was ganz Lustiges machen? Aha, jetzt baust du die Türen ab. War das hier ein Dorf vorher oder hast du das alles hier aufgebaut? Das Dorf war selber Dorf und die Lagerstätte habe ich halt nur aufgebaut. Ah. Verdammt. Ist ja schon nicht schlecht. Was? Dieser Block hat sich nicht so hingebaut, wie ich das wollte. Oh, sorry. Ich nehme mir da mal was zu Nahrung mit, ne? Achso, ja, gerne. Bin auch nicht so dreist und nehme so viel. Es ist genug da insgesamt eigentlich, immer an Nahrung. Ich muss doch noch mal was an den Einstellungen ändern. Und dann... Oh mein Gott, ich hab's ja mal an die Tür weggeschmissen. Das ist so behindert, dass es schon wieder... Das ist so behindert, dass es schon wieder lustig ist. Sieht immer so aus, als würde man den Block kaputt machen. So, ich finde das irgendwie lustig, ich mag das. Da können jetzt nämlich auch keine Zombies reinkommen. Zack, zack. Nimm mir mal eins von deinen Steinschwertern noch mit, ne? Achso, da kannst du auch ein Eisenschwert nehmen. Oh ja, dann nehme ich natürlich das Eisenschwert. Ich habe ein bisschen Eisen, zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ich müsste mal eine Farm für die Büsche machen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das als nächstes mache. Ich müsste auch eine Tierfarm fertig bauen. Alter, was du schon hier drin hast an Rüstung, das ist schon nicht schlecht. Achso, das sind alles Rüstungen fast, die ich gefunden habe. Die Eisenrüstung, die da drin ist, die kannst du dir... Oh, Eimer mitnehmen. Du kannst dir auch die Eisenrüstung hier rausnehmen. Nimm cool, danke. Also die angebrochene, die da drin ist. Ja. Das ist dann... Als Willkommensgeschenk. Ich weiß trotzdem nicht, was ich jetzt bauen wollte. Wie gesagt, darf ich mir einen Eimer mitnehmen? Naja, hab ich, glaube ich, schon. Hab ich nicht ja gesagt? Nee, noch nicht. Okay, dann sag ich jetzt ja. Das sag ich gerne. Kannst du gerne machen. Ich baue das hier erstmal ein größer. Das möchte ich jetzt ein größer haben. Der Brunnen kriegt einen größeren Radius. Aber sonst kann man da gar nicht richtig drum stehen. Ich glaube sogar 2. Ist da in der Mitte etwa Lava? Genau, das ist ein Cobblestone-Maker. Genau. Wollte einfach, nicht immer unter Tage gehen müssen, wenn ich jetzt hier gerade... Weil da das ganze Stück, was ich hier bauen will, alles auf selbst erstellten Stellen von Cobblestone, auf einer Cobblestone-Basic aufbaut. Basti, du siehst das Villager-Häuschen da vor dir? Das ist Basti. Das ist Bastis Häuschen. Ach Gottchen. Das hat er übernommen und wollte sich dann noch ausbauen. Aber Basti war ja jetzt in letzter Zeit krank und dann viel arbeiten, deswegen hat er nicht wirklich was geschafft. Der Arme. Ja, wirklich. Der musste wirklich richtig viel arbeiten. Er war richtig fertig. Ich habe mit ihm einen Tag was unternommen. Und da war auch gut, dass wir was unternommen haben. So, ein bisschen größere Fläche hier zum Sitzen hinbauen. Zufällig irgendwo schon Kartoffeln angebaut? Im Dorf. Das Dorf hat, da brauchst du eine Axt, um dich mal wieder reinzubauen, weil ich das erstmal gegen Zombies safe halt zugebaut habe. Weil, hier sind Kartoffeln. Nein. Da vorne sind Kartoffeln. Weizen, eigentlich müsste alles da sein. So richtig viel müsste eigentlich da sein. Oh, ich habe sogar noch 2 Kabelsteps. Interessant. Dann habe ich noch die hier.
Ach, da ist noch ein. Oh mein Gott, wie ich immer auf Q drücke zum Sprinten, weil es. Bei 1,8 und 1,7 ja eigentlich auch schon. Kannst du ja Sprinten auf eine Taste legen. Bloß ich hab's noch nicht. Ja, nee, ich mach das immer lieber mit Doppel-W, weil dann habe ich, finde ich, mehr Kontrolle darüber. So. Was habe ich denn jetzt? Ich habe Karotten, ich habe das, also brauche ich eigentlich nur noch Samen, damit ich schon mal... Samen kannst du dir aus der Samenkiste mopsen. Damit ich damit schon mal... Dann hast du auch komplett alles. ...einen guten Start habe. Ja, ich wollte sowieso für Allgemeinheit sowas wie Tierfarmen wollten wir hier in der Nähe platzieren. Also Basti und ich werden zwischen uns auf jeden Fall was bauen, damit wir halt... Jo. Wo ist denn nicht alles tausendfach haben. Und eine Baumfarm brauchst du dir auch nicht zwangsläufig eine eigene bauen. Das reicht, glaube ich, auch eine auf der Stelle. Jo. Du musst auch nur kurz vorbeilaufen. Dann kommst du einmal mit einer verzauberten Dia-Axt und klöppelst einen Baum ab und dann ist die ganze Reihe ja weg. Und ach so, ist Holz. Die ganze Reihe sogar schon weg? Alle, die verbunden sind. Wenn eine ganze Reihe ist, ist die ganze Reihe weg. Nice. Außer also bei den Großen da hinten, da brauchst du ja sowieso immer nur einen für drei Stacks oder sowas. Das ist sowieso immer sehr entspannt. Und deswegen ist immer ganz gut. Und nicht schlecht hier. Also was ich dir empfehlen kann, ich weiß nicht, wie es nach unten aussieht auf der Karte, da kommt auf jeden Fall erstmal Wasser. Aber diese Ebene, an die wir hier anschließen, die ist ziemlich groß. Und, meinst du die hier, wo ich schon rumlaufe oder was? Ja, die hier, wo wir halt drauf sind. Und die ist ziemlich groß und opa, da haben wir die Axt, der Spitzhacke geschmissen. Und da kann man sich, glaube ich, auch gut niederlassen, wenn du im Flachland wohnen möchtest. Wenn du in den Bergen wohnen willst, dann weiß ich nicht genau. Also an der Küste ist da vorne ja relativ, ist sofort eine, wenn du direkt am Wasser wohnen möchtest. Okay, da hinten ist eine Stelle, da ist doof zu wohnen, weil da noch das Schleimmonument ist. Das Schleimmonument? Ja, Basti und ich hatten eine kleine Auseinandersetzung mit ein paar Schleimen. Oha, hier ist erstmal ein Spalt. Achso, du meinst Richtung Sumpf? Richtung Osten, ja. Ja, ja, ja. Ja, da ist ein Spalt. So, jetzt bin ich schon wieder auf, jetzt bin ich schon wieder auf der Baumfarm. Ich will ja eigentlich gar nicht hin. Läuft bei dir, Josh? Ja, Mann, ich hab das neue Holz gesehen hier. Das macht eine Farbe, ne? Oh, es wird Nacht, das finde ich ja mal gar nicht nett gerade. Das Holz hatte ich beim letzten Häckselprojekt nicht entdeckt und das macht ein Grün. Das ist irgendwas zwischen Mintgrün und ich weiß nicht was. Aber auch wenn wir gerade Nacht kriegen, das ist mir gerade relativ egal, weil ich will was nachgucken. Und ich bin ja jetzt gar nicht mal so schlecht gerüstet im Moment. Ernsthaft, ich habe ein Setzling auf ein Setzling gesetzt. Das bleibt mal so bestehen. Das sieht irgendwie lustig aus. Ey, oh Gott, jetzt guckt mich so eine Kuh richtig böse an. Ich dachte gerade schon... mich auch letztens ziemlich erschreckt. Mist, wenn die so nah zusammengebaut sind. Oh, ich höre auch schon das erste Skelett. Ja, wundervoll. Ach ja, so schön. Auf jeden Fall. Also gehst du auch nach Osten Richtung Jan? Ja, ich guck mich gerade noch um, weil auf der Map wird mir da definitiv roter Kabel angezeigt. Ja, ich würde sagen, das ist das rote Laub von den roten Bäumen. Das Whiteboard, das müsste ich eigentlich auch mal schick machen, wo man Sachen dran schreiben kann, wie ich baue ein Netherportal, damit nicht 10 Netherportale nachher entstehen. Oder da vielleicht Koordinaten noch zuschreiben, das können die dann auch mal machen, aber ich habe keinen Bock eigentlich jetzt Obsidian zu machen. Aua. Ich bin nur eine ordentliche Menge runtergesägelt. Hey, für ein Haus. Ach, das ist eine Ruine. Wo packe ich denn Camouflage-Paste hin? Was für eine Kiste? Oh Leute, wo packe ich Camouflage-Paste hin? Mach doch wieder eine Kiste Hexit. Na, ich habe schon drei. Ich pack's in eine der sonstigen Kisten. Ich habe einen großen Turm gefunden. Es reicht ja schon, dass ich, ich hab's, doch Hexit-Metalle gibt's bei mir. Klassische Metalle und Hexit-Metalle. Und ich wollte Holz eigentlich auch nochmal sortieren. Da kommt's rein, zack, zack. Okay, ja, du hast recht, die Karte hat sich jetzt aktualisiert, das ist doch leider kein... Oh, ein Gold. Red-Kubel. Red-Kubel ist cool. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie viel vorher ich meine Aufnahme gestartet habe, bevor wir angefangen haben zu labern. Ich glaube, 2 Minuten oder sowas. Ja, Leute. Ich weiß das allerdings auch nicht mehr.
Also ich meine, ich bin jetzt irgendwo bei 10 Minuten irgendwas. So also ich habe jetzt genau 10 gerade. Okay, dann passt das. Und ich habe die eigentlich kurz, also wirklich in dem Moment, wo wir eigentlich angefangen haben zu reden. Das ist gut, dann... Oh, Secret Lever. Ja, das kommt auch zur Redstone. Redstone. Zack. Nee, ich glaube, ich bleib aber erstmal auf der Ebene und baue mir wieder was Holz, so wie in unserem ersten Hexet-Projekt. Ah, das klingt gut. Ja, Holz ist ja nicht Mangelware. Und du musst dir auf jeden Fall mal das grüne Holz aus dem, einmal aus den Palmen und einmal aus den, ist mit dem Kabelzonengenerator und einmal aus dem anderen Holz, was dahinter, ganz hinten am Wasser entsteht. Muss dir beides mal angucken. Das sieht so krass aus, das zweite. Ach, hier sind Schweinchen. Wir haben sogar Schweinchen schon eingefärcht, genau wie wir Kühe schon eingefärcht haben. Da muss der Stall nur nochmal ausgebaut werden. Aber dazu hatte ich weder Zeit noch irgendwer Lust. Ich habe auch schon schwarzen Kobbel. Das ist cool. Du hässliches Skelett. Schwarzer Kobbel ist cool. Das ist echt geil. Ich hätte gerne wieder diese ganz besonderen Saplings. Wo dieser ganz riesige Baum bei entsteht. Hauptsache, ich sehe dich nur und auf einmal leuchtet was rot auf, weil du die Spinne hast. Ach, wie schön die Welt doch ist. Huch. Ich habe eine andere Idee, was ich jetzt bastle. Das Ding hier wird noch weiter erweitert. Oh, tut mir leid, gerade erst neu gebaut. Oh, ja, doch, wir sind doch bei Hexet, ja. Ja, wir sind bei Hexet. Oh, geil. Ja, dann brauche ich unbedingt wieder Redwood-Saplings. Redwood ist... Ja, ja aber nicht das, was hier ist. Das ist ja auch Redwood, sondern es gibt ganz, ganz große Redwood-Bäume. Sind hier ein 3x3? Ach, die ganz großen. Ja, die 8x8. Ja. Du willst dir so ein Baumhaus bauen? Das sind hier auch ja. Da darf mich da nur keiner trollen. Okay, trollen ist... Dafür ist dieses Projekt nicht gedacht. Heißt ja nichts. Wenn Jan dabei ist. Ich hoffe auch mal, dass Jan mich nicht trollt, weil hier gibt's, glaube ich, ein paar. Lol. Hauptsache Basti hat hier schon die ersten 2 Grabsteine stehen. Basti hat nicht nur 2 Grabsteine stehen. Du wirst, wenn du dich weiter umguckst, wirst du im Laufe der Zeit noch mehr als 2 Grabsteine von Basti sehen. Okay. Ja, ein paar mehr habe ich schon gesehen, aber. Basti hat sogar in seiner Eingangstür Grabsteine stehen. Mann, nee. Der hat aber wirklich Pech, kommt ein Creeper von seinem Dach runtergesprungen und explodiert. Kommt ein Creeper geflogen. Ja, ernsthaft, der Junge tat mir richtig leid. Meine Dia-Spitzhacke ist zu schnell. Der Cobblestone-Generator generiert nicht schnell genug Stein. So, ich will aber ein Stück weiter von euch hier weg. Ich will nicht hier so direkt neben euch sitzen. Darfst du Richtung Westen gehen? Ja, glaube ich auch, dass ich das mache. Oh, da steht noch ein Turm. Ja, der... Wobei... Ach, der Turm hier direkt im Norden, der ist gelootet. Nee, im Westen. Weiter noch ein Stück in Richtung Basti. Da... Oh geil, 2 Zombie-Köpfe bekommen. Sind, glaube ich, die ersten... Ach nee, das ist kein Turm. Irgendwo ist da hinten aber noch ein Turm, da sind 2-3 Etagen nur gelootet. Und irgendwo geht noch einer nach unten runter und da sind... ist so halb gelootet, weil ich da mal reingefallen bin und ich mich mal wieder retten musste. Oh, ich finde das so geil, dass man einfach aus dem weißen Gras Pfeile bekommt. Pfeile, ja, das ist richtig gut, ja. Alter. Und dass die Pfeile rechts angezeigt werden, rechts unten. Ja. Neben der Rüstung. Du hast wahrscheinlich nur ein Bett, oder? Du kannst dich aber auch reinlegen, das ist ja egal. Nee, es geht nicht zum, ja, nee, zum Spawn ist ja erstmal egal. Nee, ich hab keine weitere Wolle. Überschlafen, meinte ich vielleicht. Hat Basti zufällig eins? Wir können ja so tun, als würden wir beide ins Bett gehen. Weißt du, ich gehe jetzt ins Bett und, dann... Ja, aber das nützt ja leider dann nichts. Dann gehst du ins Bett und dann ist auf einmal Tag. So. lol. Und mit diesem krassen, geilen, schnellen Tageswechsel ist bei mir dann vorbei und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, cheerio! Oui.